Hallo Rio, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Kalender. Ich habe jetzt wieder einen Termin reingekriegt. Da kann man den gleich nutzen. Habe nachgefragt, ob ich das darf. Okay, dann kommen wir erstmal zur Sache. Da gehen wir ins Frontend, wie immer. Und in den Kalender. Der lässt sich individuell einstellen. Da gibt es nichts, was man nicht bearbeiten kann. Hier siehst du auch, ist vorgesehen für Google Maps, ist aber im Moment noch nicht notwendig gewesen. Jederzeit ist das nicht möglich. Wie sollen die Links aussehen? Wie sieht die Kopfgruppe aus? Die einzelnen Spalten, die einzelnen Zeilen. Tabelle. Hört sich jetzt gerade ein bisschen an wie der Erdbeerkäse. Okay. Und die Beschriftung, falls du wirklich mal mehrere Sprachen gebrauchst. Ich frage mich sowieso gerade, warum das hier nicht möglich ist, eine andere Sprache auszusuchen. Das werde ich mal ganz kurz überprüfen. Ich werde doch wohl nicht hier die Sprachen ausgelöscht haben. Nee, eigentlich nicht. Gut. Sehr schön. Jetzt habe ich mich doch glatt gewundert, wie Alice im Wunderland. Gut, egal. Kenne mein eigenes System nicht mehr. Der auf Week ist klar, Montag bis Sonntag. Lässt sich auch einstellen in jeder anderen Sprache übersetzen. Das kannst du dann aber auch machen. In Swahili oder was dir gerade so einfällt. Wie sollen die einzelnen Links aussehen? Natürlich sehr schmucklos, aber das ist jetzt direkt in meiner Testplattform. Da kannst du natürlich alles andere auch einsetzen. Hauptsache, es ist ein Link. Und der Kalender. Hier geht es erst zur Sache. Du siehst schon Auswahl Kalender. Es ist möglich, mehrere Kalender zu verwenden. Hier benutze ich den Kalender von Robertus Hüpfburgen. Die sind gerade in Grevesmühlen. Und dort sind auch die Termine geparkt von einem anderen Hüftbogenpark, der eng mit Robertus Hüftbogen verwandt ist. Wir arbeiten sozusagen Hand in Hand. So viel erstmal dazu. Hier steht Parchim Parchim, das sollte eigentlich auch nicht so sein. Das war jetzt auch nicht schlimm, der Termin ist längst abgelaufen. Wir haben den 12.07. Jetzt sind die in Grevesmühlen am Ploggensee. Und die neuen, die sind jetzt in Plau am See. Kann man alles eingeben. Veranstaltungsinfos, die werde ich mir jetzt erstmal ziehen, weil ich ja ziemlich faul bin. Nehme ich mal einfach raus. Festwiese aus Küritz. Und ich habe keine Lust einzutragen. Platzbezeichner, Status. Ja, Status muss sein. Freigegeben. Straße, Bundesland, Land. Geokoordinaten sind wichtig für das Kartensystem. Ich habe mich schon oft darüber schwarz geärgert, wenn ich dann mal Freunde gesucht habe. Die haben gesagt, ja, ich bin an der und der Straße. Ich bin 5, 6, 7 Mal an dem Platz vorbeigefahren, weil das einfach eine Weide war. Die stand hinter den Büschen. Mit Geokoordinaten passiert dir das nicht. So, aber jetzt suche ich erstmal Plau am See. Falls du irgendwann mal mit einem Ortsnamen in einen Ort schon gewesen bist, dann kannst du den eingeben und hast hier eine kleine Liste. Ja, hier siehst du, es ist ein kleines Problem mit dem Umlaut, aber das stört ja den Betrieb nicht. Das Problem werde ich jetzt auch einfach mal nicht beheben. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Landgut. Ich möchte aber an der Sprint-Tankstelle stehen, an der Meilenburger Chaussee.
Okay, Mario Hüpfburgen. Um die geht es. An der Sprint-Tankstelle. In Plau am See. Das brauche ich nachher noch für Facebook, wenn ich den Termin dort eintrage. Status freigegeben. Jetzt haben wir schon mal die Postleitzahl von Plau am See. Plau am See ist nicht besonders groß, deswegen kann man das auch ruhig so machen. Wir brauchen jetzt aber noch die Geokoordinaten und da fragen wir doch ganz einfach mal Tante Google. Und wir haben schon die Sprint-Tankstelle gefunden an der Mecklenburger Chaussee 30 in Plau am See. Jetzt schalte ich einfach mal um, um zu sehen, auf welcher Wiese sie stehen. Es wird wohl ganz offensichtlich diese hier sein, deswegen wird die jetzt zentriert. Und Google arbeitet dann später auch genau mit diesen Geokoordinaten. Das wollte ich dir jetzt noch nicht zeigen, da kommen wir erst später zu. Tippst du ein bei LAT 53? Ich hoffe, ich liege damit richtig. Wenn das jetzt andersrum ist, dann sag mir bitte Bescheid. Schreib das einfach mal in den Kommentar rein. Und ich korrigiere das. Ich bringe das ständig durcheinander. Ist halt normal. So wie jeder andere Vincent Lou und Vincent Aller durcheinander bringt. So, Informationen merken. Es wird noch nichts gespeichert. Das wird alles in der Session gespeichert. Nicht im Cookie. Das kommt nicht auf deinen Computer. Und jetzt können wir die Termine eintragen. Fangen wir einfach mal an. Das System ist intelligent. Du kannst es natürlich auch hier auswählen. Du kannst aber auch eintippen 15.07 oder, weil wir Juli haben, einfach nur 15. Und mit den Uhrzeiten ist das ganz genauso. Ich gebe jetzt einfach 14 ein für 14 Uhr. Fertig. Der Endtag für diesen Öffnungszeiten ist relevant. Deswegen geben wir hier auch die 15 ein und hier Ende 19 Uhr. Ich zeige dir dann nachher noch warum. Wenn ich Termine für einen Zirkus habe, dann zeige ich das dann später auch nochmal oder schneide das einfach nochmal rein. Aber jetzt reicht das hier auch erstmal aus. So, jetzt zeige ich dir mal auch, dass es hier mitgeht. Mit jQuery, da gibt es ein kleines Plugin, Kalender. Ich war jetzt einfach mal so bequem und habe nicht dafür gesorgt, dass Montag der Wochenanfang ist. Wer Augen im Kopf hat, sieht ja, dass die Woche mit Sunday anfängt. Du hast ja schließlich auch Augen im Kopf und siehst das. Und plus. Das Spielchen treiben wir jetzt weiter. Die spielen bis Sonntag, den 1. August, soweit. Und da können wir jetzt hier ganz bequem einen Termin nach den anderen eintragen. Montag ist Ruhetag, deswegen werden wir den 19. überspringen. Du kannst das natürlich auch überspringen, indem du einfach mal auf der Suchleiste vorspulst, wenn dir das jetzt selbst so blöd wird. Du siehst ja, wenn es dann weitergeht. Vielleicht schneide ich auch einfach mal ein bisschen was raus. Aber du siehst, das geht alles ratzfatz. Nur auf Facebook ist das noch ein bisschen komfortabler. Das werde ich hier auch nochmal nachprogrammieren, dass man einfach auf Termin kopieren geht. Und genau. Dann werden die Uhrzeiten übernommen für den nächsten Tag. Weil ich bin selber auch außerordentlich faul, deswegen ist jeder Handgriff, der zu viel ist,
halt eben zu viel. So, hier brauchen wir wieder den ersten Achter. Und fertig. Jetzt kontrollieren wir noch mal alles. 14 bis 19 Uhr, stimmt alles. Die Montage werden übersprungen. 25. bis 27., 26. Montag. Und hier auch der 19. ist Montag, ist nicht drin. Terminblock speichern und zur Übersicht, wenn ich da jetzt draufklicke, ist dieser Termin aktiv. Gut, und beim Platzbezeichner habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Sprint-Tankstelle in Plau am See, nicht Plau am See, in Plau am See. Und wir brauchen die Marienburger Chaussee 30. Wenn jemand sein Navigationsgerät programmieren will, kann er das dafür benutzen. Oder er klickt dann einfach auf den eingerichteten Google-Link. Fertig. So, Sprint-Tankstelle, Plauer an See, du siehst es. Jetzt gehen wir einfach mal in den Hüftbogenpark rein. In den Tourneekalender aktualisieren ihn. Und wie du siehst, Plau am See ist da. Jeder einzelne Termin außer Montag. Hier hast du auch das hässliche Zoom. Das ist hier einfach durch eine hübsche, wie heißt das? Lupe eingesetzt. Sieht ja auch viel hübscher aus, als wenn da ganz nüchtern Zoom steht. Für mich reicht es, für die Besucher nicht. Für die wollen wir das Beste haben. Und wie du siehst, hier habe ich OpenStreetMap verwendet. Google ist später noch vorgesehen. Aber da muss noch der Account für freigeschalten werden. Marienburger Chaussee, wie du siehst, hier ist die Tankstelle. Und es ist ähnlich. Das ist OpenStreetMap. Mit denen kann man es genauso machen. Du musst nur dafür sorgen, wenn du das bei dir einrichtest, dass das auch DSGVO-konform ist, dass der Besucher die Möglichkeit hat, es zu erlauben, dass die Karte angezeigt wird. Ist nun mal so, klingt blöde, aber wir müssen damit leben. Also machen wir das auch schön gehorsam. Gut, bitte beachten Sie auch die Hygienehinweise, genau, das ist ja auch wieder so ein Ding. Da gehen wir aber nicht weiter drauf ein. So, wenn du dann Google eingerichtet hast, dann steht dir natürlich Kartenmaterial von Google im neuen Fenster öffnen und hier siehst du dann die Google-Karte hier, wo ich gerade mit dem Finger auf dem Bildschirm tippe, wie du das gerade siehst. Ja, das war's auch schon. Ach so, genau, ja, was wollte ich noch sagen? Du siehst jetzt, hier ist ein kleines Checkermuster und wenn jetzt ein Termin zu viel ist, und die wollen gar nicht mehr an. Du willst den Termin am Sonntag, den 25. nicht im Plau am See haben. Dann klickst du einfach auf diesen grünen Button und weg ist der Termin. Wenn ich jetzt die Seite hier aktualisiere, siehst du, das geht hier. Ups. Bis 1.8. Jetzt wollte ich mal gucken. Der 25.8. dann müsste hier fehlen. Und wie du siehst, der fehlt hier. Nochmal zum Beweis. Nehme den Samstag und den Sonntag, den letzten auch nochmal raus. Klicke auf Aktualisieren. Und wie du siehst, es geht nur noch bis Freitag. Aber wir wollen ja die Besucher nicht in die Irre führen. Also schalten wir das wieder auf Grün. Kannst natürlich auch jeden einzelnen Termin freischalten. Das ist dann später für den Ticketvorverkauf relevant. Apropos Ticketvorverkauf. Du kannst hier auch eine Reservierung vornehmen. Gehe ich hier nochmal auf Plau am See, damit dann in dem Reservierungsformular auch wirklich nur das Datum für Plau am See sichtbar ist. Da kannst du alles wählen, was noch nicht stattgefunden hat. Das, was stattgefunden hat, gibt es in der Liste einfach nicht. Nehmen wir jetzt einfach mal den 1.8. und geben das falsch ein.
Ja, und das war's auch schon. Funktioniert, läuft. Alles klar, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht allzu sehr verwirrt. So funktioniert bei Nina der Kalender. Und wie du siehst, ist er leistungsstark.